Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Off the Field hier bei Lions TV, dem Filet Mignon der deutschen Football-Berichterstattung. Passend dazu treffen wir uns heute hier im Ox mit Christian Petersen zum Exklusivinterview. Der Veteran der Lions wird mit uns über seine Vergangenheit sprechen, über das, was war, ist, sein könnte, vielleicht sogar sein Karriereende. Naja, ihr werdet es erleben. Euch viel Spaß und uns einen guten Appetit. Mahlzeit! Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Titel Nummer 10, wenn ich richtig gehe. Genau, dankeschön. Hervorragend. 35-21 ist ja ein ziemlich eindeutiges Ergebnis vom Score her. Wie hast du das Spiel empfunden? Ja, auf jeden Fall ein hartes Ding. Man hat schon gesehen, dass zu Recht im Eurobowl-Finale, denke ich mal, die beiden besten europäischen Mannschaften standen. Und ja, am Ende waren wir, denke ich mal, verdient. Auch dann der glücklichere Sieger. Und ja, immer noch euphorisch bin ich. Vor dem Spiel hieß es ja auf Innsbrucker Seite, dass ihr eigentlich in Deutschland viel zu groß, viel zu schnell und viel zu stark seid, aber auf europäischem Niveau eher so, naja. Meinst du, das hat sich so ein bisschen relativiert nach dem Spiel am Samstag? Ich hoffe es, dass man uns jetzt ein bisschen mehr Respekt entgegenbringt, so wie wir es verdient haben. Und ich denke mal, das, was wir können, haben wir ja. Nee, gestern war es nicht mehr, aber jetzt ist Montag. Aber vorgestern, denke ich mal, der ganzen europäischen Football-Bühne gezeigt. Also man sieht ja auch, dass du noch ein bisschen durcheinander bist vom Feiertaumel wahrscheinlich. Ist das nach dem 10. Titel, ist das immer noch das Gleiche wie beim ersten? Ah nee, also jedes Titel ist schon so eine Sache für sich. Die ganze Geschichte, die dahinter hängt, der ganze Prozess bis zum Endspiel und immer mit neuen Mannschaft, neue Kollegen. Jeder ist was für sich was Besonderes und ja, ich bin noch mega geschlaucht von der langen Busfahrt und vom Feiern. Wie lange seid ihr gefahren? Ewig. Also die Rückfahrt hat ewig gedauert gefühlt. Also okay, ewig gedauert, das ist auch ein Wort, was man oder ein Zusammenhang, das man mit deiner Football-Karriere ja durchaus auch benutzen kann. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich kam erst, glaube ich, das war, muss Ende 94, im Winter 94 angefangen, also war ich so knapp 11, 11,5. Damals aber noch nicht Tackle-Football? Also. Nee, da habe ich damals bei dem Flag-Football, bei den Red Cups, damals Schülermannschaft sozusagen, Flag-Football angefangen und ja, seitdem immer dabei gewesen. Ne? Also quasi sämtliche Schulen der Lions-Hierarchie einmal durchgegangen bis dann zur ersten Mannschaft. Genau. Ja, also in Footballkreisen bin ich ja, wie du bestens weißt, meistens als Emmett bekannt per Spitzname. Wie kommt das? Das war damals, also ich muss es auch noch richtig zuordnen, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals, als so meine Begeisterung für Football angefangen hat, habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten einen Emmett Smith, also für alle, die es nicht wissen, ehemaliger. Ist er schon in der Hall of Fame? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, aber. Na gut, All-Time NFL Rushing Leader, genau. Der Dallas Cowboys mit der Nummer 22. Und ja, gut, so wie das ist als kleiner Junge, habe ich das Ding immer beim Training angezogen. Stefan Wesche müsste damals der Defense DB-Coach bei der Schülermannschaft gewesen sein. Der hat uns da trainiert und da er sich, so wie ich, nicht so gut Namen merken kann und da 30 Kinder rumlaufen, hat er mich dann halt immer irgendwann mal Emmett genannt. Und das brennt sich dann halt ein, ne? Dann geht man weiter von der Schüler in die Jugend, da trifft man wieder die gleichen Leute. Da laufen auch Leute rum, die später bei der ersten Herrenmannschaft sind und die trifft man dann wieder und dann bleibt der Name einfach irgendwann hängen, ne? Und ich habe auch dann die 22 in die Hand gedrückt bekommen als Trikot und da seitdem ist es halt geblieben. Ja, stimmt, das ist eine Institution. Also ich kenne dich auch gar nicht ohne die Nummer 22 und hätte mir das auch gar nicht vorstellen können. Stefan Wesche ist ein gutes Beispiel. Ist er jemand, den du dir als Vorbild genommen hast, auch schon in der Jugend? Ja, schon. Er war so mein erster Trainer bei den Flaggies. Dann, klar, war er dann so ein Local Hero, will ich ihn mal nennen. Props an Wische, den ich auch immer verfolgt habe. Also, wenn er als seiner ersten gespielt hat, damals die frühen German Bowls, 97, 98, war er immer schon eine feste Größe für die Lions. Wann bist du dann in die erste Mannschaft gekommen? Mein erstes Jahr war 2002 dann. Da habe ich noch die Jugendsaison zu Ende gespielt, die Junioren-Europameisterschaft. Und dann bin ich dann gegen Ende der Saison, die letzten paar reguläre Saisonspiele. Kann ich mich erinnern, mein erstes Spiel war zu Hause 2002,
regulär Saisonspiel gegen die Hamburg Blue Devils. Also auch gleich das Topspiel damals? Genau. Okay. Da bin ich auch zum ersten Mal ein Play aufs Feld gekommen, als damals Jörg Hofmann einen Krampf bekommen hat. Und so schnell war es auch wieder vorbei. Also das war genau wirklich ein Play an der Zahl. Okay. Wie war das damals? Warst du aufgeregt? Ja, da war ich mega nervös. Da stand ja niemand anderes im Backfield als Running Back als Estrus Creighton. Ein alter Bekannter, ja. Das ja, aber ich glaube, das erste Play habe ich gut überstanden. Ich glaube, war ein Halfback-Toss-Pass über meine Seite auf Estrus Creighton sogar. War incomplete, wenn ich mich recht erinnere. Und dann durfte ich schon wieder raus und Jörg Hofmann durfte wieder aufs Feld. Naja, aber auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die nächsten paar Jahre waren dann ja von den Finalteilnahmen relativ erfolgreich. Ich glaube, Eurobowl gewonnen, bitte korrigiere mich da, 2000. Eurobowl 2003 gegen Wien in Braunschweig. Da habe ich auch, glaube ich, die ganze Zeit gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon ein paar Jährchen her. Troy Tomlin war damals Troy Tomlin war Head Coach, genau. Okay. War auch damals mein erster Head Coach. Wie siehst du den Unterschied zur, ich sag mal, Generation 1 Troy Tomlin und Generation 2 Troy Tomlin? Wir haben jetzt am Wochenende zwei Trickspielzüge gesehen. A, haben die hervorragend funktioniert und B, hätte man Troy Tomlin nie zugetraut, dass er sowas callen könnte. Ist das der große Unterschied? Ja, ich denke schon. Also er ist immer noch der akribische Arbeiter, der er immer schon war. Also der steckt eine Menge Arbeit. Ich glaube, kein einziger Trainer in Deutschland achtet so auf Details und steckt eine Menge Arbeit in Gameplan, Vorbereitung, Videoanalyse, so wie er. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden er die Woche runterrattert. Okay. Und ja, aber ich denke mal, der ist schon im Vergleich zu früher, der ist schon etwas lockerer geworden. Du hast gerade angesprochen, Troy Tomlin, ein akribischer Arbeiter. Er hat mal über dich gesagt, Christian Petersen ist der bestvorbereitetste Spieler, den er kennt. Ist das dann auch ein Grund, warum er dich mit der Kapitänsehre honoriert hat? Also es freut mich, dass ich von ihm höre, weil, wie eben gesagt, er ist für mich der, also unser Coaching-Staff allgemein, der sich am akribischsten, ja, auch Zungenbrecher, vorbereitet auf Spiele. Und ja, also ich stecke auf jeden Fall viel Zeit rein mit Video gucken, Tendencies rausgucken, auf Details achten. Bin immer stolz darauf, dass ich auch versuche, so wirklich alles zu wissen, was auf dem Spielfeld bei uns passiert. Weil ich denke, wenn ich es mache, dann richtig. Also, und das liebe ich an der Lions-Organisation, dass wir so professionell arbeiten, auch in der Vorbereitung. Die Coaches, die stecken unheimlich viel Arbeit rein und ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen. Du bist jetzt seit Jahren schon Team-Captain. Fällt dir das schwer, eine Mannschaft anzuführen? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin vielleicht anders als so manche. Gibt ja viele, die so viel rah-rah sind. Also sehr, das passende Wort wäre so Vocal-Leader, nenne ich es mal. Okay. Also die sprechen, ich bin da nicht so. Ich versuche eher mit einem Beispiel zu führen, also Lead by Example. Und hoffe, dass sich das einfach auf meinen Mitspieler mich ansehen, dass ich immer gut vorbereitet bin, dass ich denen einfach ein Beispiel bin. Und auch dementsprechend Ruhe in den ganzen Laden bringst. Genau, das versuche ich meistens. Also ich hoffe, ich strahle genug Souveränität und Ruhe aus, dass es sich auf den anderen, der vielleicht mal hier und da ein bisschen noch aufgeregt ist wegen großen Spiele und wie auch immer. Jetzt muss jetzt nicht unbedingt ein Eurobowl-Finale sein, aber vielleicht ein Punktspiel, wo es auch um viel geht, dass sich das einfach ein bisschen überträgt und in die Masse durch. Für das Rara und das Reden haben wir andere, so zum Beispiel Sorry Bio, der ist ja emotional und hat immer ein Wörtchen bereit für alle und ja, manche brauchen das. Du hast gerade gesagt, den Anschein. da würde ich gerne mal nachfragen. Also ich meine, wir sind ja auch schon des Öfteren in Stadien eingelaufen zusammen und auch bei Endspielen. Ich weiß, wie es mir in solchen Situationen ging. Wenn du sagst, ausstrahlen, dann ist das wie eine Ente auf dem Wasser, oberflächlich ruhig und unten paddeln die Beine? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, also so schlimm ist es nicht. Okay. Also klar ist man immer noch aufgeregt, egal ob das jetzt der 30. German Bowl ist oder der erste kurz davor. Klar ist man immer noch so ein bisschen nervös, hat man dieses Kribbeln im Bauch. Aber das legt sich ja nicht so recht schnell wieder, sobald es losgeht. Da hat man keine Zeit mehr, aufgeregt zu sein. Also da läuft der Kopf. Man muss die ganzen Checks, Formationen erkennen, noch kurz an die Tendencies denken. Was passiert beim ersten Versuch? Was passiert bei zweiter und kurz? Da bleibt keine Zeit für Aufregung. Wo dann eigentlich der Instinkt mehr übernimmt, anstatt die Emotionen?
Genau, Instinkt gepaart mit Vorbereitung. Wenn man sich jetzt die Zuschauerzahl in Innsbruck anguckt, die war jetzt ja nicht so unglaublich überragend. Vor wie vielen Leuten war das Stadion am meisten, oder was waren die meisten Zuschauer, die du jemals hattest in einem Stadion? Ich glaube, damals muss es 2003 gewesen sein, in Wolfsburg. Ich glaube, da waren knapp 30.000, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also das dürfte wohl das meistbesuchte Spiel, wo ich als Aktiver teilgenommen habe. Bekommst du das unten auf dem Spielfeld mit? Nee, eigentlich nicht. Also es ist schon, ich sag mal, geil, aber wenn wir hier aufnehmen, wenn man kurz vorm Einlauf sieht, das Stadion ist voll, die Menge tobt, oder auch kurz zum Ende, wenn wir selber ein bisschen das Publikum anpeitschen, dass sie wieder lauter werden für die Defense, aber sobald man eigentlich auf dem Spielfeld steht, blendet man, also bei mir ist das persönlich so, blendet man das Drumherum, die Kulisse komplett aus. Also da können 5.000 stehen oder 30.000, ich merke es nicht. 16.000 Zuschauer waren es 2013 gegen die Dresden Monarchs im German Bowl, wo du zum Schluss Trevor die zum Fumble geforst hast. Ist das eine deiner Lieblingserinnerungen im Football? Das ist schon. Also im letzten Jahr, also es gibt viele gute Erinnerungen, aber das war schon ein spezieller Bowl, besonders nach der langen Zeit ohne Titel zwischen 2009 und jetzt 2013, und ja, war eine besondere Atmosphäre dort im Stadion, und ich war mega glücklich, auch für unsere Coaching-Crew, dass es dann letzten Endes so, doch geklappt hat und so gekommen ist, und klar, wenn man daran beteiligt war, hat es umso noch mehr Spaß gemacht. War das Absicht? Hast du auf den Ball gezielt? Natürlich. Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Richtig. Abseits von dem Moment, von dem herausragenden Moment, sage ich mal, 2013. Gibt es sonst noch Erinnerungen von früher, die dir noch irgendwie in den Kopf kommen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wert, meinen Kindern noch zu erzählen? Schwer, weil es gab so viele gute Erinnerungen. Also es sind vielleicht nicht so Spiele an sich, weil klar, dieses Gefühl nach dem Abpfiff von einem Finale kennst du ja auch, das kann man nicht beschreiben. Du warst ja auch bei ein paar dabei, noch als Aktiver. Ne? Ja, das stimmt. Das kann man einfach nicht beschreiben, jemand, der es nicht miterlebt hat. Aber es sind gar nicht diese Spiele, die schönen Erinnerungen sind, sondern eigentlich so die ganzen Geschichten, Storys drumherum. Also dieser Prozess von der Vorbereitung bis dahin, Trainingslager, jede Woche mit den Jungs irgendwo mit dem Bus durch Deutschland zu fahren, Stunden im Bus zu verbringen mit den Leuten. Also das sind eher so die Erinnerungen, die einem bleiben. Sind das Erinnerungen, wo du sagst, in dem Moment selber sind die anstrengend, und nachher denkt man sich eigentlich, ach, wie cool war das eigentlich? Oder ist das in deinem Alter, sage ich mal, also ich meine, mir ging es so in meiner letzten Saison, dass ich gesagt habe, ich versuche das jetzt einfach nochmal alles zu genießen und aufzusaugen, was da genau passiert. Also wird man sich dem Ganzen bewusster, wenn man jetzt so zum Ende hin seiner Karriere das alles nochmal miterlebt? Ja klar, das sind aber so Sachen, die passieren einfach im normalen Saisonbetrieb, und erst das Jahr später denkt man, oh Gott, kannst du dich noch erinnern, damals die und die Story, wo in dem Moment ist das was vollkommen Normales. Ja. Ja, ich denke, das wird auch das Größte sein, wenn man irgendwann mal, ich lege mich jetzt nicht fest, ich die Schuhe doch tatsächlich an diesem berühmten Nagel hänge. Das werden so die Sachen sein, die mir fehlen werden. Vor der Saison hat man aus Dunstkreisen von dir gehört, dass das möglicherweise dein letztes Jahr sein könnte. Inwieweit möchtest du dich dazu äußern? Wir schauen mal. Ne? Also ich möchte mich tatsächlich nicht festlegen, weil mir geht es zwar dieses Jahr, das muss ich sagen, ehrlich, sehr gut. Ja. Also ich fühle mich jetzt immer noch fit. Also die Saison hat ja auch erst gerade angefangen. Wir müssen ja noch ein Weilchen spielen. Da möchte ich, weiß ich echt nicht. Also ne, klar, gibt es Tage, kennst du ja, wo du denkst, Alter, wozu mache ich den Kack überhaupt? Ja, das ist schon. Aber es gibt andere Tage, wo du denkst, jawohl, das ist es. Ne? Wie soll ich ohne weiterleben. Wenn du so an dein Karriereende denken würdest, wo wir schon mal thematisch dabei sind, und du vorhin Stefan Wesche erwähnt hast als dein Trainer, sprichst du mit den Jungs über solche Dinge? Weil ich meine, der Kontakt ist ja immer noch da, die sind ja immer noch im Stadion. Ja, ab und zu sehe ich die, also ich merke es ja, wie die sind ja alle immer noch dabei. Hab mal mit Rico mal darüber unterhalten, wie es so ist, oder mit Inyo Manna, der jetzt im Coaching-Staff, wie das ist, wenn man so aufhört. Und der hat mir mal den Rat gegeben, den werde ich befolgen. Also, solange du nicht ganz sicher bist, hör nicht auf. Inyo Manna im Trainer-Staff jetzt für die D-Line zuständig. Genau, der. Coaching.
Thema für dich? Mal gucken. Also ich glaube, vielleicht nicht gleich direkt nach dem Karriereende, weil danach wird es, glaube ich, zu dolle jucken, da doch nochmal die Pads auszustreifen. Ja. Vielleicht nicht im Herrenbereich, aber ich denke mal, vielleicht Jugend, das wäre wahrscheinlich etwas. Den kann man vielleicht noch was beibringen. Ne? Die anderen, da ist Hopfen und Malz verloren. Kleiner Spaß muss sein, Jungs. Ja, absolut, absolut. Ansonsten irgendwelche Ziele nach deiner Football-Karriere? Möchtest du irgendwie dann trotzdem noch sportlich weiter aktiv sein? Runde Tennis oder sowas? Ach, mal gucken, ne? Vielleicht nimmst du mich mal mit so einem Golf mit, ne? Probiere ich mich mal da aus. Ich werde wahrscheinlich eine Katastrophe sein. Und, aber schauen wir mal dann, ne? Perfekt. Christian, vielen lieben Dank, dass du uns so offenkundig was über deine Football-Karriere erzählt hast. Und wir lassen es uns jetzt noch ein bisschen im Ochs schmecken. Vielen Dank dafür. Lions TV, immer abonnieren bei Instagram. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.